Ja, hallo, herzlich willkommen bei PPA Autopflege Polierpolster. Vor ein paar Wochen habe ich euch einen Hersteller vorgestellt. Und zwar den Hersteller Detailify. Habe ich mal zufällig gefunden. Ich denke mir mal was Neues, einen anderen Hersteller mal auszuprobieren, ist vielleicht mal ganz nett. Und ja, da habe ich ja jetzt vor ein paar Tagen, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, das Video, sonst verlinke ich euch alles, vom Detailify, die Knete mit dem Gleitmittel, hat wunderbar eigentlich funktioniert. Und heute kommen wir zum Quick Detailer. Ja, ein Quick Detailer ist ein Schnellreiniger, da können wir leichte Verschmutzung von der Haube nehmen oder vom Lack nehmen, Fingerabdrücke, Staub, ja. Und ja, das kennen wir ja schon von anderen Produkten. Da haben wir zum Beispiel das Gion, das Gnauberwachs anteilige Detailer und den P40, auch Gnauber anteilig. Und hier haben wir auch Gnauber Anteil basierend mit Titan und Siliziumdioxid Nanopartikeln. So steht das hier noch drauf. Ja, wird genauso verwendet, ist auch für Schmutz, leichten Schmutz, Fettabdrücke, wie auch immer, ein Schnellreiniger. Und die möchte ich euch mal präsentieren gegeneinander. Und ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, bis dann. Ja, wir sind wieder zurück. Ja, hier nochmal alle drei Produkte stehen. Also den Gion, auch 500 Milliliter, ist preislich, liegt der bei 14 Euro plus Versand, sagen wir mal 4 Euro, würde ich mal sagen, an Versand. Da liegt das schon bei 18 Euro. Den P40, den haben wir auf 11, knapp 12 Euro, 11,95 habe ich recherchiert. Hier liegen wir bei 4,73 Milliliter nur. Und dann müsst ihr auch nochmal Versand rechnen. Dann liegt ihr auch, sagen wir mal, bei 4 Euro, bei knapp 16 Euro. Und jetzt kommen wir zum Detailify. Also hier habt ihr 17,90 Euro circa. Da ist der Versand aber schon mit drin gerechnet. Also wenn ihr nochmal 4 Euro abrechnet, dann seid ihr ja auch schon bei 13 Euro. Ja, das war schon mal das Preisliche. Und ja, dann kommen wir doch mal zur Praxis. Die Motorhaube ist eigentlich clean, da ist nichts drauf, aber wir können das nochmal eben nachschauen. Okay, wir machen trocken und dann werde ich die abkleben. So, liebe Leute, so sieht es aus. Drei Felder, ja, drei Detailer. In der Mitte habe ich dann unseren hauptsächlichen Testkandidaten, den Quick Detailer von Detailify. Ja, ich hole euch näher ran an der Haube. So, ich denke, ihr habt alles im Blick. Fangen wir doch mal von links außen an mit dem Quick Detailer von Gion. So, ich habe auch die gleichen Tücher genommen, damit das so ein bisschen gleich aus ist. So, jetzt wird wieder der ein oder andere sagen, ist es so wenig, jetzt ist es wieder zu viel und das Tuch ist zu langflorig. Hier, so sieht es aus. Ich denke mir mal, da kommt man mit klar. Dann drehen wir das und dann polieren wir das aus. So. Glätte. Okay. Glanz müsst ihr selber mal schauen, ob ihr mehr Glanz erkennt. Okay. So, dann gehen wir doch mal hier rechts außen zu dem P40 erstmal. Auch schütteln nicht vergessen. So, das reicht auch schon.
der riecht schon angenehmer als der von Gion. Der riecht ganz gut hier. So. Da polieren wir das auf Hochglanz. So, jetzt könnt ihr ja mal gucken, ob ihr da mehr Glanz raus seht als beim Quick Detailer von Gion. So, dann schauen wir mal hier. Hier ist er, unser Quick. Der hat auch Quickie, heißt der. Der Quickie, der Quick Detailer. So sieht die Flasche aus. Rückseite ist die Anwendung, ist da drauf. Einfach aufsprühen und dann auspolieren. Ganz einfach. So. Okay. Der Sprühkopf. So, stellen wir auf On. So, schüttel das Ganze auch nochmal. Jetzt müssen wir ein paar Sprühstöße machen. Ach ja, gut. Sprühkopf sprüht eigentlich ganz gut, oder? So. Auch hier lässt sich auch so verarbeiten wie die anderen. Okay. Polieren wir dann auch der anderen Seite noch mal durch. So. So. Okay. So, ja. Also Nummer 1 Glätte P40. Ich würde hier Detailify als zweites sagen. Hier oder Gleichstand, sag ich mal. Gleichstand. Ich würde aber noch vielleicht noch den Gion noch Detailify noch ein bisschen glatter als den Giant, wie auch immer. Ja, okay, ist auch egal. So, so sieht's aus. So, ich habe mal die Klebestreifen entfernt. Hier ist dann der P40 in der Mitte, der Detailify. So, jetzt kann ich so keine Abdunklung oder so sehen. Hier. So, wir haben hier den Drucksprüher. Fangen wir beim Gion an. Machen wir den P40. Ja, der ist schon besser als der Gion. So, jetzt kommen wir zu dem Detailify. Ja. So, jetzt, ich hoffe, ihr seht jetzt alle drei nebeneinander ganz gut. So, hier seht ihr jetzt mal alle drei Gion. Den Detailify und den P40. So, Meerwasser. Und hier nochmal Meerwasser. Hier oben,
Übergang. Schaut mal. Hier den Übergang. So, ich würde jetzt mal sagen, im ersten Augenschein würde ich jetzt mal die Plätze verteilen auf P40. Würde ich jetzt sagen, hier läuft es auch schon ab. Aber hier die Ablaufbahnen hinterlässt Tropfen, hier auch, hier vorne und bei dem Gian auch. So, in der Hinsicht sind sie alle gleich. Aber von dem Beading würde ich jetzt mal sagen, den P40 etwas besser als der D-Terrify. Hat zwar schöne runde Tropfen, ich setze euch mal näher ran. Hier den P40. Ist vom P40, die sind etwas runder im Allgemeinen, meine ich. So, und beim Gian, also da können wir das ganz vergessen mit dem Beading. Ich würde die zwei ganz gut im Rennen. So, wir kommen dann mal mit dem Wasserschlauch. So, hier mal den Wasserschlauch. Siehst du, das ist schon wieder ganz anders. Mit Sprühflasche und jetzt mit dem Schlauch. Wenn ihr das so seht, also hier, Gian können wir ganz an der Seite lassen. Also das ist der absolute Verlierer. Hier seht ihr auch den Wasserfilm. Hier den Quick Detailer. Wow, ey. Und hier haben wir den P40. Schaut mal genau. Also, die tun sich gar nichts, die beiden. Da seht ihr schon wieder einen Unterschied. Schaut mal hier. Und hier, da bildet sich eine Pfütze. Seht ihr? Hey, geil. Okay. Also ich habe jetzt erst gerade mit dem Druckflasche da gedacht, oh, das ist besser, das P40. Also hier bildet sich mehr noch so ein Wasserfilm, der sich schnell zusammenzieht. Aber da bildet sich gar nichts. Also mach ganz gutes Bild. So, mit diesem Strahl seht ihr auch da, was ich schon gesagt habe, dass der Wasserfilm stehen bleibt. Und hier gar nicht erst einer entsteht. Ich habe auch schon wieder das Gefühl, dass je mehr Wasser ich raufspüle, umso mehr wird das abgetragen. Hier haben wir so eine kleine Regenfunktion. Gut, also ich denke mal, das sagt schon alles. Dann kommen wir zum Fazit, ja? So, liebe Leute, hier kommt zum Abschluss. Ja, Gian Quick Detailer mit Kanauma-Anteil, ja, hat nicht so wirklich funktioniert. Also vom Beading her, auch hier blieb das Wasser stehen, habt ihr ja gesehen. Also den können wir schon aus dem Rennen rausschmeißen.
Dann beim Drucksprühertest habe ich so ein bisschen so ja, den ersten Platz für den P40 gesehen. Aber nachher mit dem Schlauch, habt ihr ja gesehen, hat hier unser Detailify, unser Neuzugang, ja, Hauptdarsteller, sag ich mal so, richtig viel noch rausgeholt. Ihr habt es ja gesehen, hier hat sich Wasser gebildet, da hat sich Wasser gebildet. Ja, vom Beading her war es gut, vom P40, vom Detailify war so gleichzusetzen, aber dann müsst ihr gucken, wie ihr mit dem Wasserstrahl umgeht. Ihr habt einen harten Wasserstrahl, weichen Wasserstrahl, ihr breit gefächerten Nebelfunktion, habe ich euch alles gezeigt. Und da konntet ihr dann gerade bei diesem harten Wasserstrahl, den ich dann drauf gehalten habe, hier die Wasseransammlung sehen, die aber wegging. Und hier kam es gar nicht zu einer Wasseransammlung. Nee, das war absolut nicht möglich. Ich habe gesprüht, 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 aber alles hat so gut funktioniert eigentlich bei den Detailer. So soll es sein. Jetzt muss man wohl sagen, er hat noch einen Titanium-Silizium-Anteil drin. Das wird es wohl sein, dass er es hauptsächlich dieses Bild gezeigt hat, sehr standhaft war. Ich habe so mehr daraus gesehen, hier bei dem P40 auch, dass es so ein bisschen sich immer mehr abwäscht, je mehr Wasser drauf kommt. Jo. Wir können jetzt mal hingehen, weil wir jetzt hier einen neuen Detailer haben, wie das mit der Waschaktion ausschaut. Bis gleich. So, ich habe wieder hier Shampoo-Wasser mit dem Sonax Glanz-Shampoo habe ich genommen. Da gehen wir jetzt mal über die ganze Fläche. Ich versuche jetzt gleichmäßig spülen mal ab. So, der Gion ist schon ganz runter. Und der P40 musste auch leiden. Und schaut mal hier den Detailing rein. So, jetzt kommen wir auch zu Ende. Ja, ihr habt es gesehen, ich habe einmal die Handwäsche durchgeführt. Gion war komplett weg soweit. P40 ging noch so hier stellenweise, aber war auch schon angegriffen. So, auch im Waschtest der klare Sieger, der Quickie von Detailify, ja, der Quick-Detailer. Ja, dann komme ich zum Schluss. Lasst mir Daumen hoch, Daumen runter, abonniert mich. Euer Pippi Outflegopolierboll. Tschüss.